Der Doktor. Ah, den machen wir im Nahkampf fertig. Ups. Ein Schlag, ein Treffer, einer tot. Und an dem kann ich da nicht auch dran vorbeilaufen? Ja, das geht. Wunderbar. Moment, der hat uns doch ein. Nein, der hat uns keinen Schlüssel gedroppt. Okay. Gut, gehen wir weiter hier rein. Und direkt mal hier hoch. Zu dem Pfleger. Oh, was machst du? Warum sollte ich sie nicht anrühren? Du hast uns gerade eingesperrt. Das ist nicht nett von dir. Mal gucken, was ist denn in den Schränken so Interessantes? Ups, ein Herz. Kann ich gebrauchen. Und hier drin? Noch ein Herz. Wunderbar, danke schön. Gut, dann rühren wir jetzt mal alle Knöpfe an, denn das macht ein Tor auf. Das macht ein Tor auf. Und das macht dieses Tor auf. Und damit können wir jetzt zu dem Auto gelangen. Hoffentlich. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Aua. Ja, gut, dass ich. Was zum. Ah, was ist da? Hilfe! Was? Was war das? Was hat mich da angegriffen? Okay, ich muss die Knöpfe wahrscheinlich nochmal betätigen. Bam, bam, so. Die müssen alle nach oben zeigen. Also. Nein, jetzt habe ich die nach unten gemacht. Den habe ich auch wieder nach unten gemacht. Gut, lassen wir das mal so. Und was genau war das jetzt? Das wüsste ich schon gerne mal. Ich spring runter und dann. Renn, Twinsen, renn. Eine Monsterkrabbe. Hilfe! Geh kaputt! Geh kaputt! Wie viel Schaden der macht? Ey, ich bin schon wieder tot. Oh nein. Ich glaube, anstatt gegen sie zu kämpfen, werde ich einfach rennen. Nachdem ich den da oben nochmal fertig gemacht habe. Sonst schließe die Türen wieder. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Ich hoffe, die anderen Türen sind jetzt auch offen, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Da komme ich der von entkomme ich der Monsterkrabbe nämlich nicht. Okay, renn, Twinsen! Renn! Lass dich nicht treffen! Renn nicht gegen die Wand. Oh Gott. Da ist ja noch eine. Wo kommst du denn her? Ah, lass mich in Ruhe. Okay. Wo möchtest du hin? Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch noch gar keine Eier zerstört. Ich Moment. bleibe hier. Wo möchtest du hin? Nein. Ich bleibe hier. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Eigentlich müsste ich hier noch etwas anderes vollbringen. Oder habe ich irgendwo was übersehen? Moment, Moment. Das gucke ich mir doch nochmal an. Erstmal mache ich die Krabbe aber fertig. Mit dem Ball dürfte das kein Problem sein. Solange sie nicht zu nah an mich rankommt. Ja, das geht. Boah, aber im Nahkampf nie wieder, Leute. Das ist ja furchtbar. Wie schnell die mich getötet hat. So. Ah, du schießt natürlich direkt in die falsche Richtung. Egal. Wollen wir uns nicht weiter von dir stören lassen. Ah, dass die auch immer wieder respawnen müssen, das ist natürlich ein wenig unvorteilhaft. Aber was soll's. Lässt sich jetzt nicht ändern. Machen wir einfach, dass wir hier vorankommen. So, an die rennen wir auch vorbei, das ist gut. Du bist uns jetzt auch egal. Müsste ich hier noch? Ah, hier geht's noch weiter. Ich wusste doch, dass hier noch was ist. So, du drückst nicht auf den Alarmknopf. Bloß nicht. Und dort unten, was ihr da seht, das sind die Eier. Und die sollen wir zerstören. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich da dran komme. Ich muss sie irgendwie mit meinem Ball treffen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil die sich hier bewegen. Okay, eins ist kaputt. Noch eins ist kaputt. Okay. Komm her. Lass dich treffen. Sei ein braves Ei. Jawohl. Wir haben alles zerstört. Wunderbar. Gut. Also das rote Leuchten des Bildschirms hat zu bedeuten, dass wir alles zerstört haben. Das können wir nicht kaputt machen. Und das ist gut. Damit ist unser Auftrag hier erfüllt. In der Monster. Mutantenfabrik, wie auch immer. Und wir begeben uns zurück zum Hasidorf. Kann ich hier runterspringen? Das wäre natürlich klasse. Geht leider nicht. Na gut. Obwohl, wenn ich von der Beamzelle aus abspringe, mal probieren. Probieren geht über studieren. So, dann sind wir ein bisschen höher. Na, schade. Na gut.
Dann gehen wir den altmodischen Weg zurück. Und diesmal hier unten lang. Ich habe keine Lust, mich noch einmal mit den Riesenkrabben anzulegen, aber... man kann auf den... Nein! Verdammt! Du blödes... Oh, ich habe die ganze Zeit auf die falsche Taste gedrückt. Na gut, aber die Eier müssten immer noch zerstört sein. Das heißt, ich habe nur noch ein Kleeblatt übrig. Ich habe hier in dieser Fabrik 4 Kleeblätter verloren. Das ist überhaupt nicht gut. Um die Monsterkrabbe... Oh nein, die ist wieder da. Lass mich in Ruhe. Gut, aber wir haben unseren Auftrag erfüllt. Das heißt, jetzt kann ich zurück zum Hasidorf fahren. Huhu. Fahr, Twinson, fahr. Oh, wäre das geschafft. War das so weit weg? Wow. Also wie lange haben wir denn durch diesen Geheimgang gebraucht? Naja, egal, wir haben es geschafft. Das Auto bleibt auch stehen, das heißt, wir können damit zurückfahren, theoretisch. Ja, wir können zurück zur Mutantenfabrik fahren. Und jetzt ist es auch gut, dass ich noch Treibstoff gekauft habe. Sonst hätte ich da gestanden und mir gedacht, ja, toll, kein Treibstoff mehr, was machst du jetzt? Aber ist ja alles in Ordnung. Weil diese Szene hatte ich komplett vergessen. Es scheinen keine Monster hier zu sein, gut. Probieren wir mal, was hier drin ist. Ja. Juhu. Ja, er wird uns die Tür der heiligen Karotte öffnen, was wunderbar ist, da wir damit weiterkommen. Endlich, nach langer Zeit. Moment. Ich möchte erst noch mal mit den anderen Hasis hier reden, die hier so rumlaufen. Was kannst du mir über diese Riesenkarotten sagen? Wusstest du, dass es einen Seeklapper, ja. Ganz in der Nähe gibt? Ja, das hatten wir schon. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Was möchtest du mir denn sagen? Guten Tag. Guten Tag. Na gut, keine Kleeblätter mehr, schade. Oh, warte, doch. Und die kann ich sehr gut gebrauchen. Eins, nein, immerhin eins ist besser als keins. Das hat sich sogar gereimt, cool. Und du möchtest uns vielleicht auch noch eins geben. Seit deiner Ankunft ist es ruhiger geworden. Musst du wirklich gehen? Ja, es muss wirklich gehen. Tut mir leid. Was hat die da gemacht? Na gut, lassen wir das. Die Häuser kann ich leider auch nicht rein von diesen Hasis, sind die Lehmhütten oder was auch immer das ist. Aber gehen wir einfach mal zur heiligen Karotte. Und gucken mal, was er hier jetzt macht. Karotte, öffne dich! Genau, es ist nicht Sesam, öffne dich, es ist Karotte, öffne dich. Und dann benutzt er immer noch einen Schlüssel. Ist klar. Naja, egal. Na, hast du uns noch was zu sagen oder haust du einfach ab? Ey, bleib hier! Ich will noch mit dir reden. Danke dafür, dass du dieses Dorf gerettet hast, ehrenwerter Fremdling Twinson. Ach, kein Problem. Dafür helft ihr mir ja auch weiterzukommen. Gut, dann wollen wir mal in die heilige Karotte gehen oder durch die heilige Karotte, je nachdem, ne? Ah, und da sind wir. Das hier ist aber nicht das, wo ich hin wollte. Moment. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Das ist nicht der See klaren Wassers. Das ist die Küste, die auf der Nordhalbkugel. Gehen wir nochmal zurück. Habe ich den Eingang zum seeklaren Wassers irgendwie übersehen? Moment. Das ist jetzt aber blöd. Kann ich hier was machen? Nein. Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Also man merkt, ich kenne das Spiel nicht auswendig. Leider. Hä? Hä? Leute? Leute? Moment, vielleicht kann ich die Flöte spielen. Dann öffnet sich das. Nicht? Jetzt bin ich ernsthaft verwirrt. Ich habe doch die Mutantenfabrik zerstört. Ich habe alles gemacht. Warum kann ich nicht zum seeklaren Wassers gehen? Und hätte ich da vorher schon hingekonnt? Dann wäre ich stärker gewesen. Was zum Henker? Kann ich hier hochspringen? Nein. Hä? Moment, ich rede nochmal mit den Hasis, weil... nein, nicht, das ist nicht das Protopack, sondern...
Oder. Ah, nein. Nein, ich komme doch noch erst dahin. Das ist noch ein Stück weiter. Ja, gut. Ich hatte es etwas falsch in Erinnerung gehabt. Was soll's? So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht verschwendet. Gucken wir mal, was hier ist. Noch mehr, mehr. Ah, sieht das nicht schön aus? Dieses eisklare Wasser. Fässer. Bitte Kleeblätter. Na, Geld. Ein Cash ist na gut. Weh, du fällst ins Wasser, Twinsen. Ey. Na, zwei Kleeblätter. Das ist mir zu wenig. Viel zu wenig. Die Musik hat aufgehört. Na toll. Naja. Gehen wir mal weiter. Hier lang. Denn da geht es weiter. Und wie man sehen kann, gehen hier die militärischen Einrichtungen von Dr. Van Fogg weiter. Obwohl die. Ah, lass mich nur. Obwohl die Nordhalbkugel ja evakuiert ist, ist hier immer noch eine Soldatenpräsenz. Und wer weiß, vielleicht finden wir tatsächlich noch irgendwelche Leute auf der Nordhalbkugel. Sind ja noch einige Inseln. Mal sehen, mal sehen. Man kann gespannt sein. Aber erstmal müssen wir das hier schaffen. Diese kleine Anlage an der Küste. Da oben der Soldat, der ist mir unsympathisch, wie der da so patrouilliert. Da können wir nicht so einfach treffen. Deswegen. Ich habe sowieso alles voll. Was untersuche ich die Dinger? Na, vielleicht um Kleber zu bekommen. Oh. Na, na, na. Versuchen wir unser Glück. Na, Geld. Das ist das Einzige, was ich nicht brauche. Na gut, dann. Oh nein, er schießt. Oder will schießen. Na, cool. Ah, schön. Das ging einfach. Das ging gut. Schön hier abgeblockt. Also nicht abgeblockt, sondern den abspringen lassen von der einen Seite. Was? Der hat noch geschossen? Na gut, egal. Er ist Geschichte. Ich möchte den auch besiegen. Nein, wie du schießt. Oh Gott. Los, Twinsen. Oh, warum gehst du denn weiter, du blöder Soldat? So. Aber immerhin, mit dem roten Ball sind die jetzt wirklich einfach zu besiegen, was sehr schön ist. Hier ist nichts mehr. Da kann ich nicht rein, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, aber da kann ich hochklettern. Die Frage ist bloß, ist da irgendwas, dass es sich lohnt, hier hochzuklettern? Im Moment, sind das Pilze? Gefrorene Pilze, Geld und ein Herz. Toll. Zwei Herzen und drei Caches. Und jetzt nehme ich Fallschaden. Toll. Nun gut, habe ich. Ah, hier brauche ich die rote Karte. Ach gut, der kann uns nicht treffen. Wupp. Oh nein, die blaue Karte brauche ich hier sogar. Gut. Das heißt, hier wäre ich nicht weitergekommen, hätte ich nicht Joey in der Wüste befreit. Du blöder Soldat. Immerhin trifft er uns nicht. Aber der trifft uns. Nein. Nein. Ey. Seht euch mal an, wie viel Schaden ich schon wieder genommen habe. Was soll der Mist? Die sind viel zu stark. Halten zwar kaum was aus. Ja, war klar. Ich kann ihn nicht treffen, aber er kann mich treffen. Stirb jetzt. Stirb jetzt. Nochmal. Komm. Boah, jetzt nicht noch gegen die Wand rennen. Das wäre es noch, wenn ich jetzt wirklich sterbe, weil ich gegen die Wand renne. Den möchte ich jetzt aber auch noch besiegen. Einfach, weil der mich so genervt hat. Ich dürfte weit genug weg sein. Ja, der greift mich nicht an. Geld! Alles in der Welt will ich haben, bloß kein Geld. Mann. Komm. Oh nein. Jetzt bitte kein Fallschaden.